Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und willkommen zu einer neuen Episode der Rising Storm 2 Vietnam News. Erneut, wie auch in der letzten Folge, gibt es wieder etwas Kleines für zwischendurch und letztes Mal hatten wir ja die M34 White Phosphorus Handgranate und auch heute bleiben wir weiterhin bei explosiven Kram. Denn heute gibt es erste bewegte Bilder zum Plastiksprengstoff C4 und der bösen und gemeinen Stolperdrahtfalle. C4 ist zum Beispiel ein Sprengstoff, der sehr stabil beim Transport ist und er kann auch in jede beliebige Form geformt werden, wie man es eben gerade braucht. In Vietnam wurde er meistens von Ingenieuren verwendet, die damit Gebäude oder sogar Tunneleingänge zerstört haben. Natürlich wurde er auch dazu verwendet, fiese Fallen damit zu bauen und das wird wohl auch so in Rising Storm 2 Vietnam der Fall sein. Man kann ihn dabei, wie im Video zu sehen, an unterschiedlichen Objekten befestigen und unvorsichtige Gegner in ihre Einzelteile zerlegen. Wirklich verwenden dürfen wir ihn aber nur als Soldat der US Army oder der Marines. Als Counterpart hat natürlich die Vietcong dann die Stolperdrahtfalle und die werden wir ebenfalls an unterschiedlichen Orten platzieren können. Dabei handelt es sich meist um selbst erstellte Antipersonenminen, wo eine Schnur bzw. ein Draht mit dem Stift einer Granate verbunden war. Läuft nun jemand durch den Draht durch, wird die Falle ausgelöst und die Handgranate explodiert und reißt dabei die Beine und die Füße des Soldaten weg. Das wurde auch so in Rising Storm 2 Vietnam beachtet, wie man bereits im Gameplay-Video im Hintergrund sehen kann. Wie findet ihr eigentlich die C4 Sprengladung oder die fiese Stolperdrahtfalle? Freut euch darauf, dass sie im Spiel vorhanden sein wird und wird es eher so ein Flop? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem heutigen kurzen Infovideo zu Rising Storm 2 Vietnam und ich hoffe, ihr konntet wieder einiges an neuen Informationen zum kommenden Vietnam-Shooter mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben und wir sehen uns spätestens wieder zu einem neuen Video von mir. Bis dahin, euer Viper.